Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Herzlich willkommen zu Vlogmas 2023. Dieses Mal mit vielleicht nicht ganz so vielen Videos und auf jeden Fall nicht täglich, aber immerhin nehme ich euch mit während meiner Weihnachtszeit. Guten Morgen, das ist voll gefroren hier. Ich warte gerade auf dem Bus und ich sehe ihn auch schon. Und es dampft aus dem Gulli raus. Ich weiß nur nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Möglichkeit zur Weiterfahrt mit der Linie 1. Die Stadtbücherei ist noch nicht auf, aber unsere Klausur geht gleich los. Von dem her werde ich den ganzen Tag beschäftigt sein. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was mitfilmen kann. Wir gucken mal. Wir sind bereit. Fast, würde ich sagen. Flipchart steht auch schon. Ach ja, Christkindlesmarkt. Nein. Also nur wenn es sein muss. Ich bin ehrlich gesagt Bratwurstsemmelmäßig ein bisschen überfett. So viel, ne? Wir sind gerade vor Mittagessen wieder da. Und das hier habe ich vorhin in meinem Weihnachtsmann-Ü-Ei gehabt. Und es ist ein kleiner Biber. Und hier steckt man quasi Geschenkbänder rein oder so ähnlich. Der hat auch schon sowas mitgeliefert. Und dann dreht man an dem Ding hier und dann riffelt der das. Also nee, der macht so eine Struktur rein. Seht ihr den Unterschied? Hier, so sieht man es, glaube ich. Das hat dann so ein bisschen Struktur und so sah es vorher aus. Aber es ist ein bisschen Gefummel und man dreht ganz schön lang, bis das hier durch ist. Außerdem sitzt der sieht so witzig aus, oder? Ich meine, als ob der, schau dir das an, als ob der gleich hinten runterfliegt. So wie der da hängt. Ja. So als ob das übelst schnell wäre oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob der da bei dem Berg runtersaust oder keine Ahnung. Ich sitze wieder zu Hause und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das letzte Mal mitgefilmt habe. Aber es ist jetzt 7:50 Uhr. Viertel nach 8 kommt die Comedy-Märchenstunde, die der Robert und ich uns angucken wollen. Der fährt morgen früh auch wieder früh los zur Arbeit nach Sachsen und von dem her sollten wir nicht zu spät ins Bett gehen. Die Klausur an der Arbeit hat einfach länger gedauert als eigentlich gedacht und das bedeutet, dass ich dementsprechend natürlich später nach Hause gekommen bin und ich will jetzt zumindest, bis das anfängt, noch mal ein bisschen Schneidezeit mit reinbekommen und selbst wenn ich den kreativen Montag dann erst morgen früh poste und es ist Dienstag, das ist mir dann auch wurscht, aber der soll noch vor Weihnachten, weil da geht es nun mal um Weihnachtssachen da drin. Also mein Swap hatte mit Weihnachten zu tun und von dem her will ich das jetzt einfach noch geschafft bekommen. Auch wenn ich jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit habe oder so, könnte ich da auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück vorankommen und vielleicht sogar mit dem Rohschnitt schon einmal komplett durch und vielleicht muss ich ja auch gar nicht viel mehr machen. Ich versuche mein Bestes und melde mich später nochmal. Ich bin doch tatsächlich fertig geworden. Habe auch gerade noch die Outtakes rein, das waren auch nicht so viele, weil wie gesagt, das war ja insgesamt nicht so viel Material zum Schneiden. Und das bedeutet, ich kann das jetzt erstmal randern. Achso, da muss noch der Titel hin. Verpackung für Taschentücher. Nee, so schreibt man das nicht. Sichern. Okay, das heißt, der rendert jetzt, während ich rübergehe. Das hat jetzt vor ungefähr 10 Minuten angefangen im Fernsehen das. Wenn das fertig ist, werde ich das später noch posten. Hoffe ich, bevor ich ins Bett gehe. Dann ist es auch noch an dem kreativen Montag gepostet. Ich muss dann nur noch Thumbnail machen und so. Ja, dazu später mehr. Oh nee, wenn wir schon dabei sind. Der Robert war so lieb und hat mir für mein Teammitglied, die Hanne, weil ich der ja noch ein Paket schicken will, hat er mir hier im 3D-Drucker so ein Modell gedruckt, wo man dann den Kleber reinstellen kann, dass man den so hinstellen kann, verkehrt herum, sodass der Kleber nach unten laufen kann und man den dann gleich nutzen kann. Und das ist extra so eine Vorlage gewesen, die für diese spezielle Art der Flasche gemacht wird. Ich muss es unten nur noch ein bisschen abschleifen, dass es nicht so kippelt und gerade steht. Und dann ist es total cool, dann muss er mir irgendwann auch mal so eins machen. Es ist in Grau, weil Robert hat nur graue Druckmasse, weil er seine Figuren alle in der Basisfarbe macht und die dann nochmal mit der Grundierung anmalt, bevor er dann die eigentliche Farbe drauf macht. Und deswegen ist das Grau. Theoretisch könnte sich Hanne das auch
was weiß ich, weiß anmalen oder so, je nachdem, welche Farbe ihr da am besten passt. Aber das ist total cool, weil dann kann ich das mit hinzufügen und sie kriegt einfach von mir noch eine volle Flasche Kleber mit rein, weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich ihr zum Geburtstag was schicken und dann war da zu viel los im Sommer und ich habe ihr nicht mal eine Karte geschickt. Ich habe ihr, glaube ich, eine Postkarte aus dem Urlaub geschickt, aber und ja, ich muss morgen auf jeden Fall noch ein paar Weihnachtskarten machen und dann kommt das mit in ihr Paket mit rein. Und oh Gott, morgen Vormittag habe ich so viel zu tun. Und morgen Abend, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, gehen wir auf einen Weihnachtsmarkt. Da waren wir letztes Jahr auch schon. Der ist nicht hier in Augsburg, sondern ein Ort nebendran. Also das ein Kooperationspartner von uns an der Arbeit und ich uns mit einem von meinen Ehrenamtlichen treffen können. Meine Kollegin, weiß ich noch nicht, ob die Zeit haben wird, morgen mitzukommen. Es war noch ein bisschen offen, aber mal gucken, vielleicht kommt die auch mit hin. Letztes Jahr war sie mit ihrer Tochter dann auch dort auf dem Weihnachtsmarkt. So, aber jetzt gehe ich mal schnell rüber, dass der Robert nicht ganz alleine gucken muss. Ich habe heute früh angefangen, weil Robert ja nach Plauen gefahren ist und wir deswegen früh aufgestanden sind. Und jetzt habe ich all diese Sachen für Stempelwiese verpackt. Das ist für ihre Online-Besteller und Bestellerinnen. Auf jeden Fall sind das 4 Taschen, die ich heute mit der Straßenbahn, Bus und Straßenbahn, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich einen Bus vor der Haustür erwische, damit ich das nicht weit schleppen muss. Aber das muss ich heute zur Post bringen. Das ist der Müll von den ganzen Zettelchen. Der große Karton ist von Steffi gewesen. Da kann ich jetzt unseren Papiermüll reinmachen. Die werde ich wieder verwenden. Das nächste wird sein, dass ich erstmal noch den Kreativen Montag 170 teile und dann das Video Swaps und Geschenke poste und nicht schneide, dass das weg ist. Das wird doch nicht so lange dauern. Und dann muss ich unbedingt Weihnachtskarten basteln. Wobei, also ich kann morgen auch noch gucken, dass ich später anfange zu arbeiten. Irgendwie so oder was. Dann könnte ich das mit den Weihnachtskarten da machen und die dann schreiben und zur Post bringen. Ich muss aber auch noch Geschenke. Zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Aber ich meine, ich versuche es mal. Ich sehe gerade, ich habe meine Brille vergessen. Das ist sehr ungut. Ich habe mir gerade noch Wimperntusche drauf gemacht und habe die vergessen wieder aufzusetzen. Ich muss dringend los mit diesen ganzen Taschen hier. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Eben schnell zur Post. Bis dahin werde ich nicht mitfilmen, weil ich die Hände voll habe. Und dann gehe ich zur Arbeit. Und heute Abend, wie gesagt, auf diesen Weihnachtsmarkt. Aber dazu später mehr. Jede einzelne Tasche ist nicht so schwer. Aber zusammen auf jeden Fall. Deswegen bin ich froh, dass der Bus gleich kommt. Ich hatte Glück und bin gleich dran gekommen und habe dann in 3,5 gelbe Kisten von der Post die Sachen reingestapelt. Puh. Gut, dass das nicht ganz so schwer war. Jedes einzelne Päckchen oder Umschlag oder wie auch immer. Jetzt muss ich davor zur Haltestelle. Und in die Straßenbahn. Okay, ich bin auf dem Weg vom Bahnhof zum Weihnachtsmarkt. Der ist auch gar nicht so lange. Ich meinte, der ist nicht so lang. Grammatikalisch nicht richtig. Da ist die Kirche. Und da muss ich hin. Das sieht sehr voll aus. Mal sehen, ob ich es auf Anhieb finde. Oder geschmolzener Käse geht immer. Käseraschen. Alles mit Käse überbacken ist immer gut. Außer das ist so ein stinkig Käse. Ich wurde gerade angesprochen und das waren 3 Jungs aus Estland. Und tatsächlich hat sich der mich angesprochen hat, auch angehört, als er aus Estland ist, vom Akzent her. Die machen Orgmusik. Und er hat mir ein bisschen was vorgespielt. Das war am Bahnhof. Und er hat gemeint, sie reisen durch Europa, um quasi ihre Musik zu promoten, ohne dass sie jetzt irgendwie Unterstützung haben oder so. Und geben ihre CDs raus für quasi was auch immer man geben will. Ich habe ihm jetzt mal 10 Euro gegeben, weil es hörte sich für mich alles plausibel an. Da habe ich mir gedacht, da kann man ja
ganze junge Musiker ja mal unterstützen. Die einzige Frage ist noch, wie ich mir das anhören soll, weil ich habe gar keinen CD-Player mehr oder sowas und mein Computer hat kein CD-Laufwerk. Aber werde ich schon rausfinden. So, gleich geschafft. 8:45. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ich habe auf jeden Fall mir das jetzt so eingetragen, dass ich morgen Vormittag zu Hause bin und noch was machen kann. Dann Mittag arbeiten gehe, aber nur für 3 Stunden. Und dann komme ich nach Hause und dann kommt meine eine Kollegin und hilft mir, Zeug vorzubereiten für die interne Weihnachtsfeier, die wir ja bei uns machen. Die CD, die ich jetzt von den Jungs gekauft hatte aus Estland, die zeige ich euch dann mal, wenn ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem CD-Laufwerk mache. Da muss ich mal mit Robert reden. Aber ich habe mir hier dieses Verbindungskit bestellt. Für Raskog von Ikea und die passende, die Lochwand von Ikea. Und ich habe die beide. Ich habe das auch mit, ich glaube, Kabelbindern und so Museums... wie heißt das? Klebemasse? Nee, wie heißt Knetklebemasse oder wie auch immer die heißt. Habe ich das so mehr oder weniger da rangemacht. Aber mit diesem Verbindungskit kann man das... Also ich habe es jetzt hier vorne rangemacht, weil da halt die Beine sind und ich es da drumherum machen konnte. Aber dadurch lassen sich auch nicht alle Haken nutzen und so. Aber dieses Verbindungskit hat irgendwer designt. Anscheinend heißen die Schnittliebe. Und ich glaube, die machen eigentlich so Nähzeug und dann ist das halt fürs Nähzimmer anstatt Bastelzimmer. Jetzt ruft der Robert an. Wartet mal. Ich rufe ihn gleich zurück. Auf jeden Fall kann man dieses Teil dann nämlich an diese Seite machen und dann lässt sich das so aufklappen. Ja, das habe ich mir bestellt und da waren Gummibärchen mit drin und noch irgendwie Werbung. Aber Gummibärchen. Robert wartet auch noch auf ein Paket. Deswegen haben wir gerade noch telefoniert. Aha, darüber staunt die Welt. Hä? Ich wollte mich gar nicht ablenken lassen. Ich wollte nur sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hier angucken werde. Eigentlich wollte ich nämlich Netflix anmachen und mir einen Weihnachtsfilm angucken. Jetzt ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten, sind nur noch ein paar Tage. Und ich habe jetzt schon länger keinen mehr wirklich geguckt, weil ich die letzten Abende doch immer irgendwie noch beschäftigt war. Bad Moms 2 wäre da auch noch. Ich weiß nur nicht, ob der Robert den angucken will. Die letzten Male hatte ich mir jetzt immer School of Chocolate angeguckt, aber das ist kein Film, sondern so eine Serie, wo es um so einen, sagen wir mal, Schokoladenkünstler geht, der dann irgendwie eine eigene... Also der anderen das beibringt. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch irgendeinen derzeit beliebt Weihnachtsfilm finde. Also das ist eine zweite Staffel. Die erste Staffel von Ich hasse Weihnachten hatte ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, es war irgendwas Italienisches, oder? Yo Christmas kenne ich auch noch nicht. Ist aber auch eine Serie. Das kenne ich schon. Ja, das ist halt das Problem, ne? Aber der ist neu und von 2023 und dauert 1 Stunde 45. Genau richtig, genau sowas brauche ich. Den schaue ich jetzt an. Und danach gehe ich ins Bett. Ja, weiße Weihnachten sind sehr unwahrscheinlich. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Aber es wäre schön gewesen. Heute Abend ist unsere interne Weihnachtsfeier. Die Lichterkette scheint mir zu schwer zu sein. Ich glaube, ich werde noch... da einen Haken und da einen Haken hinmachen. Und dann hoffe ich, dass das hält. Aber ihr seht, hier ist noch ganz viel Kram. Und das muss ich jetzt mal... Also ich glaube, den Karton stelle ich einfach so lang ins Schlafzimmer, genauso wie die zwei Sachen, damit die Leute auch Platz haben, da reinzukommen. Ich muss den Tisch noch ausziehen, wobei das kann ich auch dann mit meiner Kollegin machen, die ja eine Stunde eher kommt und mir hilft. Das ändert aber nichts dran, dass der Tisch... Also ein paar Sachen sind schon für heute Abend, die da drauf liegen, aber der Rest muss halt noch verräumt werden. Und vermutlich stelle ich die Kiste mit Weihnachtskugeln auch ins Schlafzimmer. Ich muss mal gucken. Ja, und so grundsätzlich. Es muss noch gesaugt werden und diese ganzen Sachen. Aber ich glaube, ich setze mich jetzt einmal erstmal rüber. Ich muss nämlich tatsächlich eigentlich auch noch die Weihnachtspost machen. Weil wenn ich die noch verschicken will und es soll ankommen, dann muss das heute einfach sein. Und wenn ich das erledigt habe, also theoretisch, hier sieht es auch schon wieder aus wie Sau. Ja, theoretisch muss ich hier auch noch ein bisschen mehr aufräumen, weil die Mädels ja und unser ehemaliger Praktikant ja dann kommen.
unter anderem auch, um was zu basteln. Da soll das natürlich hier auch nicht so kruschtig ausschauen. Das heißt, ich habe noch ganz schön viel zu tun und fange jetzt einfach nur mal mit irgendwas an, dass ich mal vorankomme. Und habe dann heute nach der Arbeit, also ich gehe mittags zur Arbeit, nach der Arbeit habe ich noch mal 1,5 Stunden. Und wie gesagt, 1 Stunde davon ist dann die Kollegin da, die mir helfen kann. Das muss ich definitiv heute mit runternehmen. Weil das soll hier nicht im Flur stehen, das stelle ich mir mal nach vorne. Bisschen was werde ich jetzt, glaube ich, schon mal verräumen, zumindest die Sachen, die ins Schlafzimmer sollen. Ja, und dann setze ich mich, ich muss einfach Zeug machen. Ich muss anfangen, sonst wird das hier nichts. So, wenn ich ein bisschen weiter weg sitze, bin ich auch nicht so überbelichtet. Ich habe jetzt erstmal in der Wohnung rumgeräumt und zwar irgendwie in allen Teilen der Wohnung. Und so werde ich das quasi die ganze Zeit, bis dann die Weihnachtsfeier ist, immer wieder machen, immer ein Stückchen machen irgendwo, so dass ich dann irgendwann auch fertig werde. Hier am Schreibtisch muss ich mir jetzt etwas überlegen, wie ich einfache Weihnachtskarten mache, die irgendwie was hermachen, die aber nicht zu aufwendig sind, so dass es zeitlich hinhaut, dass ich davon noch einige machen kann. Und 2 davon müssen auf jeden Fall heute schon fertig sein, so dass ich für mein Teammitglied die Hanne was fertig machen kann und für meine Stiefoma, weil denen will ich was schicken und nicht nur einen Briefumschlag mit einer Karte, was denke ich morgen auch noch okay wäre, dann sind es 3 Tage. Okay, vielleicht kommt die Karte dann auch danach, aber ich meine, 3 Tage ist zumindest realistisch. Ich würde es dann um 11 gehe ich morgen zur Osteopathie, dann würde ich es vorher mitnehmen und gleich irgendwo einwerfen. Das heißt, es müsste eigentlich mittags dann verarbeitet werden und weiter geleitet oder so. Heute habe ich halt einfach noch so viel zu tun, weil abends diese Weihnachtsfeier bei uns ist, das Basteln, wie auch immer man es nennen will. Es ist schon mehr Weihnachtsfeier als Basteln. Und morgen Vormittag, außer dass ich um 11 bei der Osteopathie sein muss, habe ich trotzdem so 1,5 Stunden oder was, wo ich noch was machen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt Karten überlege, 2 davon fertig mache oder sagen wir mal 3, dass ich dann noch ein Ansichtsexemplar habe, wenn ich denn eins brauche, kann sonst auch Fotos machen. Und dann kann ich die morgen früh einfach nochmal einige nachlegen und dann in einer halben Stunde vielleicht die noch schreiben an die Personen, die eine bekommen sollen. Und dann könnte ich die morgen einwerfen und hoffentlich kommen sie dann noch rechtzeitig. Ich weiß nicht, das ist so, das ist auch das December Daily zum Beispiel, ja. Da ist noch kein einziges Foto drin. Ich brauche zwischendrin einfach immer diese Phasen, weil dann könntet ihr sagen, ja, aber du hast ja zwischendrin auch Weihnachtsfilme geguckt. Ja, aber ich brauche zwischendrin auch einfach mal Pausen, sonst funktioniere ich irgendwann nicht mehr. Ich bin davon abgekommen, mir dann immer ein schlechtes Gewissen zu machen oder eins zu haben. So, oh, aber eigentlich hast du gar keine Zeit, auf der Couch zu sitzen. Du müsstest was tun und so. Das macht einen aber kaputt, wenn man das immer denkt. Und ich muss mir zwischendrin dann auch mal eine Auszeit gönnen, wo ich irgendwas mache, was mir Spaß macht oder einfach nur rumsitze und nicht viel mache, einfach damit ich weiterhin, damit es halt dann wieder funktioniert und ich wieder ein bisschen aufgeladen bin, energietechnisch. Und dann kommt ja mit hinzu bei dem December Daily, dass ich das eigentlich filmen wollte. Und das bedeutet, man macht das nicht mal so einfach oder nimmt es mit rüber, weil wenn ich es filmen will, dann muss ich es eigentlich hier machen. Ich hätte mir das irgendwie vorher besser überlegen müssen, beziehungsweise das ist halt schon doof gewesen, weil eigentlich hätte ich ja am 1. Dezember damit anfangen können. Und dann hätte ich vielleicht auch mit meinem extra Arm, den ich fürs Handy habe, einfach nur so hochkant was filmen können, weil ich in die Story poste und dann am Ende irgendwie ein zusammenschneid oder was. Aber wir waren halt im Urlaub. Genau in der Zeit, wo ich das alles hätte vorbereiten müssen. Und wir sind halt auch erst am 3. wiedergekommen und ihr habt ja gesehen, wie mein Jetlag mich da niedergestreckt hat. So, das heißt, da ist noch kein einziges Bild drin, auch wenn ich mal am Anfang ja ein paar ausgedruckt hatte, aber auch nur für die ersten 3 Tage, glaube ich. Und jetzt habe ich mir überlegt, Freitag habe ich frei und natürlich müssen da noch ein paar Dinge gemacht werden, unter anderem weiter einen Vlog mitschneiden, weil ich habe noch keinen 3. Teil fertig und da fehlen ja noch ein paar andere Teile. So, aber trotzdem könnte ich es da vielleicht hinkriegen. Ich muss halt mal gucken, wie dann alles so läuft und ob dann noch irgendwie was dazwischen kommt. Aber wenn nichts mehr dazwischen kommt, versuche ich Freitagabend am 22., 2 Tage vor Weihnachten, ich meine, wann auch immer ihr das hier sehen werdet, weil das erst irgendwann nach Weihnachten sein wird, wahrscheinlich im neuen Jahr. Aber ich werde versuchen, da einen Livestream zu machen, in dem ich dann nichts anderes tue, als meinen December Daily zu bestücken, dass ich trotzdem
dann hoffentlich ein Album habe, in dem dann irgendwann mal der ganze Dezember 2023 drin ist. Weil ich habe nämlich tatsächlich ein December Daily von, ich glaube, 2015, was ich angefangen hatte und wo ich auch ein paar Tage gestaltet hatte und die auch aufgenommen hatte. Und ja, und das liegt jetzt seit 2015, was fast 10 Jahre her ist, liegt das angefangen darum. Und das will ich jetzt nicht. Ich will nicht noch ein UFO haben, ein unfertiges Objekt. Da habe ich schon genügend von, was dann rumliegt und eigentlich nutzlos ist. Und dann, ich kann es halt immer nicht wegschmeißen. Aber eigentlich müsste man solche Sachen mal aussortieren, wo man eh nicht dazu kommt, ne? Ich will ja eigentlich das Andenken, das kleine Album haben. Okay, ich werde es versuchen mit dem Livestream. Ich werde keine Werbung dafür machen, weil ich jetzt noch nicht weiß, ob nicht vielleicht doch noch irgendwas dazwischen kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, dann das December Daily währenddessen zu machen. Dann habe ich sozusagen gleich das Video, weil den Livestream kann man ja danach auch noch angucken. Ich kann ein bisschen interagieren mit euch, weil ich ja schon länger nichts mehr gemacht habe, zumindest ein Livestream-mäßigen. So ist meine Idee dazu. Aber jetzt werde ich mir erstmal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen recherchieren, auch was ich finde, und mir dann selber überlegen, welche einfachen Weihnachtskarten ich dieses Jahr machen kann. Ich will auch nicht, dass das dann immer zu ähnlich aussieht jedes Jahr. Ich gucke natürlich auch nach dem, wo ich jetzt noch am meisten Zeug habe. Letztendlich habe ich von dem hier, wo ich diese Packung für die Taschentücher gemacht hatte, da habe ich halt jetzt noch ganz viel Reste über. Ja? Also es sind 2 Blätter, die noch komplett unbenutzt sind und dann einfach so Reste. Und damit wird nicht viel anfangen, außer dass es dann im Regal irgendwie, die eigentlich schon voll sind mit alten Designerpapieren. Und deswegen will ich gerne versuchen, das Gleiche hier mit dem Papier mit den Eisbären. Wahrscheinlich nehme ich das Papier mit den Eisbären. Ah ja, 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 ja. Ich habe doch noch das ganze Paket. Ich habe da ja noch gar nichts mit gemacht. Das ganze Paket mit den Karten und Umschlägen. Okay, also zumindest nimmt mir das schon mal Arbeit ab. Und ich habe halt wirklich passende Umschläge zu den verschiedenen Karten, die hier drin sind. Die auch schon vorgefertigt sind, in dem Sinne, dass sie geschnitten, gefalzt sind mit einer Mittellinie. Ja, ich weiß nicht, ob das zu hell ist. Und eben vorne schon so ein Muster drauf ist. Und ich werde mir einfach Karten überlegen, die ich mit dem Designerpapier zusammen, beziehungsweise mit den, ja, wobei die Kärtchen will ich eigentlich nicht anrühren, weil ich die ja fürs December Daily eventuell noch brauche, wobei aber ja auch nicht alle davon. Das waren ja relativ viele. Ich glaube, es waren ja immer, wie viel waren es denn? 6 pro Motiv oder sowas? Hatte ich das gesagt? Ja, ich glaube, es waren 6 pro Motiv. So, genau. Ich habe von jedem 1 fürs December Daily schon verwendet und eventuell muss ich noch ein paar Seiten reinmachen zum Füllen. Dann würde ich jetzt mal sagen, kann ich auf jeden Fall von jedem von diesen Kärtchen 2 wegmachen. Die Sticker, die jetzt da in dem Pack fürs December Daily drin sind, die werde ich tatsächlich auch für das Mini-Album lassen, weil die auch so schön klein sind. So, ich nehme jetzt auch mal von den kleinen Karten einfach immer 2 weg. So, ich habe hier noch das Band und das werde ich fürs Album wohl nicht brauchen, weil das hatte ich aufs Cover gemacht, aber ansonsten ist das zu dick. Und was ich auch noch habe, sind die Klimmersteinchen. Da werde ich jetzt auch nicht übertrieben viele fürs December Daily nehmen, vor allen Dingen nicht die Innenseiten, weil die sich ja so aufdrehen lassen und ich glaube, dann würden die abgehen. Von dem her kann ich die auch benutzen, um damit Karten zu machen. Ich werde das Ganze nicht mitfilmen. Ganz einfach, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Werde nur Fotos von den fertigen Karten dann einfach posten, um zu zeigen, dass man die halt schnell machen kann, auch so kurz vor Weihnachten noch. Wenn man denn die Materialien schon hat, weil wenn man die jetzt erst bestellt, sind die nicht rechtzeitig bis Weihnachten da. Okay, das heißt, wir sehen uns wieder, wenn ich ein paar Karten gestaltet habe. Die zeige ich euch dann natürlich. Dann werde ich die Geschenke verpacken für mein Teammitglied. Mein eines, was ich habe. Ich habe kein Riesenteam. Auch wenn das vielleicht immer alle annehmen, nur weil ich YouTube-Videos mache und ein paar mich kennen, heißt das nicht, dass ich übelstes Team hätte. Im Moment ist es eine und das ist eben die Hanne. Und der schulde ich noch ein Geburtstagsgeschenk, weil ich nämlich eigentlich immer zum Geburtstag ein kleines Geschenk mache und dann zu
Weihnachten oder zu Neujahr eine Karte, weil ich Weihnachten meistens zeitlich nicht geschafft habe. Ich war im Sommer so beschäftigt gewesen, wo sie Geburtstag hatte, dann habe ich ihr versprochen, sie kriegt von mir dafür was zu Weihnachten und hat mich entschuldigt. Und jetzt muss das auch sein, dass sie was zu Weihnachten kriegt, sonst wäre das echt peinlich. Entschuldige, Hanne. Ich gelobe mich zu bessern. Weiß nicht, ob ich es hinkriege, weil ich eigentlich immer sage, na, das nächste Jahr musst du unbedingt viel früher deinen Kram wegschicken. Vor allen Dingen auch für die Freundin, die in Kanada lebt. Kann ich voll vergessen, der kann ich jetzt was fürs neue Jahr schicken. Ich glaube, das dauert 3 Wochen, bis die Post im Yukon ist. Was passt denn da noch dazu? Dieses Band zum Beispiel. Das ist nämlich Vanille und die Karten sind Vanille. Wow, das passt sehr gut dazu. Das ist das mit der Goldkante und Vanille. Ich kann auch Bänder kombinieren. Kann ich mal basteln. Das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Tatsächlich komme ich gar nicht so viel zum Basteln. Ist echt so. Dann lasst mich doch mal gucken. Ja, ich muss hier unbedingt mal aufräumen. Ich mache euch jetzt mal aus, weil die Batterie ist eh fast leer. Der Akku stecke ich euch mal ein. Und wir sehen uns später. Ich habe mir Weihnachtsmusik angemacht. Mich mal kurz pausieren, nicht, dass ich da Probleme kriege. Und habe jetzt erstmal nur ein paar Karten mit so ein paar von den kleinen Kärtchen. Also so ein paar Grußkarten. Und da habe ich halt die Kärtchen draufgelegt, nur mal um zu sehen, was grundsätzlich irgendwie dazu passen würde. Aber ich habe ja hier in dem Designerpapier diese Tierchen. Und ich habe mir gedacht, hier hatte ich ja eh schon dran rumgeschnitten, um die Lesezeichen und das alles zu machen. Und ich habe mir gedacht, ich schneide die jetzt erstmal aus. Das ist zwar ein bisschen Fleißarbeit, aber ich finde, da hängt ein Kabel. Ich finde das aber eher entspannend. Und dann habe ich was, was ich noch mit auf die Karten draufsetzen kann. Wenn ich die ausgeschnitten habe, dann positioniere ich die auch mal so und gucke, wo eventuell was hinpassen würde, was ganz gut aussehen würde. Und dann überlege ich mir noch, was ich alles mache und verziere und so. Okay. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde gedauert, oder was? Aber die sind alle ausgeschnitten. Und während ich das gemacht habe, habe ich mir überlegt, wieso nicht einfach die Karten so gestalten, dass es Ugly Sweater sind. Also ich hoffe, ihr wisst, was Ugly Sweater sind. Das sind diese hässlichen Weihnachtspullover. Der Trend dazu, und dass das jetzt irgendwie so ein Hype ist und man das mit Absicht anzieht, der kommt aus den USA. Die Ugly Sweater waren da einfach Pullover, die halt zu Weihnachten verschenkt wurden von irgendwelchen Verwandten, die halt selbst gestrickt haben und die Motive wohl schön fanden, dass sie verschenkt haben. Und die Leute, die beschenkt wurden, das nicht so toll fanden, weil sie quasi, sagen wir mal, genötigt waren, die anzuziehen, weil wenn man es halt geschenkt bekommt von den Verwandtschaft, dann sieht man es halt auch an. Und die aber eigentlich sehr hässlich fanden und vor allen Dingen jüngere Leute, damit dann sich auch zeigen zu müssen vor anderen Menschen. Und da ist ein Trend draus geworden, dass man die mit Absicht anzieht und irgendwie sich übertrumpft, wer den hässlichsten Pullover hat. Und ich habe mir einfach nur gedacht, weil in diesem Papier hier auch ganz viel so, nee, jetzt habe ich gerade nicht das Richtige, hier, so eine Motive drin sind, wie man so einen Pullover haben könnte, wobei das jetzt auch nicht hässlich wäre. Hässlich wird es ja dann nur, wenn man noch irgendwas Kitschiges oben drauf packt. Was eigentlich nicht hingehört oder so. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ein Bild von mir. Da müsste ich vielleicht so 4 Jahre oder so alt sein, wo ich, und meine Mutter hat gesagt, das war damals mein Lieblingspullover, ein blauer Pullover mit einem Eisbär drauf. Ich suche mal gerade das Album, was meine Mutter uns vor ein paar Jahren mal zu Weihnachten geschenkt hatte, weil sie es früher nie geschafft hatte, uns Kinderalben fertig zu machen. Habe ich denn das hingepackt? Ja, ich suche kurz dieses Bild und dann könnte ich das halt vielleicht mit dem kleinen portablen Fotodrucker ausdrucken und mit draufkleben. Ich muss mal gucken. Ist nur so eine Idee, aber ich gucke jetzt einfach mal. Das ist das Album. Da war ich Teenager. Da sind wir, meine Mutter, mein Bruder und ich. Oder hier. Ich wollte immer was zu essen. Und habe immer einen Brotkanten im Mund gehabt, wenn ich fotografiert wurde. So in die Richtung. Mit einem Brot zu motivieren. Ach, die haben mich motiviert, Foto zu machen. Verstehe. Da ist er, der Pullover, aber das ist noch nicht das Foto, nach dem ich suche. Weil man sieht ja den Eisbären nicht richtig.
Und ich habe meinen Bruder immer, um ihn zu ärgern, geknutscht. Der mochte das nämlich gar nicht. Ah, nee, man sieht den Eisbärpullover aber auf dem Bild nicht so richtig. Hier, seht ihr das? Da ist der Eisbär mit Eisberg und so, aber man sieht's nicht. Ich muss noch mal gucken, ob ich noch ein anderes Bild finde, wo ich den anhab, wo man den irgendwie besser sehen kann. Sonst müsste ich wahrscheinlich das hier nehmen. Schaue ich nicht extrem unschuldig drein. No! Leider sind das die einzigen Fotos, auf denen ich den anhabe. Da, das ist zu klein, weil da würde man es eigentlich sehen. Aber wenn ich das auch stark vergrößere, das ist einfach zu unscharf dafür. Und hier gucke ich zwar witzig, aber man sieht es überhaupt nicht. Und da, ja, das ist halt auch nicht wirklich groß, ne? Ich kann es mal versuchen, aber es ist halt auch irgendwie nicht richtig belichtet. Es ist so dunkel hier, aber das ist nur eine ausgedruckte Kopie von dem Bild, weil vermutlich meine Mutter musste mal gucken. Die Fotos, wo sie die im Original ausgedruckt nur einmal hatte, konnte sie natürlich nur auch einem von uns mit reinkleben und die andere Person hat dann so eine Kopie davon. Also da hat der Robert ihr das abfotografiert oder eingescannt oder so. Der hat da mit ihr zusammengearbeitet und dann wurde das ausgedruckt. Aber man sieht halt, dass das hier kein richtiges Foto ist. Und das ist aber ein echtes von früher. Ich schaue sehr, ich weiß nicht, was mich da zum Lachen gebracht hat. Aber auch da sieht man den Eisbären nicht so richtig. Ah, das nervt mich. Das wäre echt cool gewesen. Das muss ich mir jetzt echt nochmal überlegen, ob ich es irgendwie hinkriege. Ich habe mein Bestes versucht mit der Fotoqualität, die ich hier hatte, die nicht sehr gut ist, weil es einfach viel zu dunkel ist. Ich habe es ein bisschen bearbeitet am Handy und dieser Drucker macht das aber dann auch immer nochmal anders. Von dem her bin ich jetzt gespannt, wie gruselig ich aussehen werde vom Gesicht her und ob man den Pullover richtig erkennen kann. Am Handy ging's. Oh je. Das wird sehr gruselig aussehen wahrscheinlich. Ja, sehr pixelig auf jeden Fall. Aber tut es seinen Zweck. Einfach nur, dass man sieht, dass ich den Pullover anhabe. Aber der Pullover sieht ja noch nicht mal ordentlich aus. Seht ihr, wie verpixelt das ist? Das ist halt das Problem an diesen kleinen Mini-Dingern. Die können halt nicht so viel, ne? Also am Handy sah es tatsächlich noch besser aus. Ich muss mir das überlegen. Aber ist ja wurscht, weil zumindest habe ich die Geschichte festgehalten in diesem Video. Und ich kann es ja in die Karte mit reinschreiben, ohne dass ein Bild von mir dabei ist. Das muss ich mir noch überlegen. Das ist das Einzige, wo man den Pullover richtig sehen kann. Ach, Mensch, das braucht schon wieder viel zu lang. Aber wenn man dann so eine Idee hat und dann will man die umsetzen, oder nicht? Also ich habe jetzt mal so einen Pullover aufgemalt und ausgeschnitten aus Pappe. Der würde hier auch ganz gut drauf passen. Die einzigen Bären, die aber da drauf passen, sind die zwei hier und dieser kleine noch. Der geht auch. Aber die ganzen anderen sind zu groß. Das würde nicht passen. Das heißt, ich darf davon nur ein paar machen und muss dann gucken, dass ich noch andere mache. Und was mein Problem ist, weil mein Pullover hier ja in einem Blauton ist. Ich glaube, ich werde den Pullover dann nur blau machen und mit dem Bären drauf, um da so eine Hommage dran zu machen. Oder vielleicht nehme ich auch einfach so eine Karte und schneide es da drauf raus. Ich meine, da sind auch hier die Eisberge und so. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss fertig werden. Ich hätte eigentlich schon längst fertig sein sollen mit zumindest zwei Karten, damit ich dann die Geschenke fertig machen kann. Ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch. Mittlerweile ist es 11 und ich habe eine Karte fertig. Ich meine, die ist schon ziemlich cool, aber halt eine Karte fertig, ne? Hier habe ich das Bildchen reingeklebt. Das geht schon. Auch einfach, um die Geschichte zu erklären. Die anderen Karten werden definitiv einfacher werden. Jetzt ist es nur so, ich habe schon gerade eben mein Handy nicht mehr gefunden. So unordentlich ist es hier. Und ich werde mir einfach hier im Kalender das morgen mit hinschieben. Da werde ich die Geschenke dann verpacken, dass ich die zur Post bringe. Und dann hoffen, dass sie noch rechtzeitig ankommen. Jetzt wäre es furchtbar wichtig, dass ich erstmal gucke, dass ich noch aufräume für heute Abend. Sonst weiß ich nicht, wie das noch irgendwas werden soll. Naja, und jetzt habe ich wenigstens eine von diesen Karten fertig, dass ich heute Abend fragen kann, ob das jemand machen will. Und ich habe ja hier die Schablone dann.
um das auszuschneiden. Wir werden sehen. Ich hatte keine Zeit, groß zu filmen. Ich habe jetzt die ganze Zeit aufgeräumt, sauber gemacht und so. Und bin zwar vorangekommen, aber noch lange nicht fertig. Oh je. Jetzt muss ich erstmal zur Arbeit. Es kann echt nicht wahr sein. Ich hatte jetzt auf dem Heimweg die ganze Zeit das Gefühl, oh, du hättest nochmal auf Toilette gehen müssen und so. Ne? Aber es ist schon ziemlich dringend. An der Arbeit war das noch gar nicht so schlimm. Und ich habe halt einfach gedacht, meine Blase ist voll und dann wird es halt schmerzhaft, wenn man nicht geht. Nein, ich habe eine Blasenentzündung. Zum wievielten Mal in wie vielen Monaten? Ich habe mir jetzt so ein Pulverzeugs, was ich mir vor dem Flug nach Florida geholt hatte in der Apotheke. Das nehme ich jetzt gleich. Und ich habe gerade so dermaßen das Gefühl, ich muss auf Toilette. Das ist also richtig, es fühlt sich extrem heftig an. Ich muss also gleich nochmal gucken, was ich für Medikamente noch da habe. Von da, wo ich bei der Ärztin war deswegen. Schon wieder ein Stückchen näher, aber da waren auf jeden Fall noch welche über. Also wenn das so bleibt, wie es jetzt, ich hatte vorher gar nichts. Heute früh war nichts gemerkt, nicht mal Anzeichen. Und jetzt auf einmal. Wenn das so bleibt, wird das eine spitzenmäßige Weihnachtsfeier, weil ich dann nämlich die ganze Zeit auf Toilette renne. Und ich habe noch so viel zu tun. In so einer Viertelstunde oder so kommt die erste Kollegin und hilft mir ein bisschen. Was für ein Scheiß. Super, ich würde sagen, wir probieren einfach mal und machen einen Taste-Test, oder? Und dann kannst du deiner Tochter ja schicken. Boah, das hat so lecker geschmeckt. Also so lecker. Ja, ja. Und mit was wollt ihr anfangen? Mit dem Oreo, oder? Also ich glaube, ich fange mit dem an. Warte mal, wir sollten gleich anfangen, weil dann können wir vergleichen, wie es uns schmeckt. Aber Oreo mag ich nicht. Okay, dann mit was wollen wir dann anfangen? Also du könnt ihr schon mit Oreo anfangen. Okay, dann fangen wir mit Oreo an, oder magst du auch nicht? Das ist zu viel mit Erdnüssen. Ja, mit Erdnüssen. Dann nur wir zwei. Okay. Die habe ich nämlich auch noch nicht gegessen. Also sie sollen schmecken wie Chocolate Peanut Butter Pie. Schaut auf jeden Fall schon ganz gut aus. Riecht voll nach. Und hast du den Kuchen schon mal gegessen? Nee, ich glaube nicht. Schmeckt geil. Echt? Ja. Willst du ein bisschen was abbeißen? Besser wie normale Oreos. Es ist halt Erdnussbutter mit drin und Schokolade. Willst du mal einmal abbeißen? Dann kannst du auch den ganzen nehmen. Also. Ja. Auf jeden Fall tausendmal besser als normale Oreos. Mhm. Bist du sicher, du willst das nicht kaufen? Und kein Genossen, das Liebe. War nicht so viel. Also die schmecken echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt würde ich sagen, wenn wir schon mit Peanut Butter machen, machen wir erst alle Peanut Butter durch, weil wenn du dann zwischendrin Pfefferminz nimmst, wäre es ja merkwürdig. Ja. Mhm. Die hier waren Peanut Butter, die sind mit Pfefferminz. Also die da, die dürfen. Ja. Ja, aber fand ich den Oreo-Keks besser. Ich schmecke dann nur Schokolade. Ja. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich zwischendrin nachspülen, damit wir das Peanut Butter weghaben. Das ist sehr heiß. Ja. Soll ich ein Wasser holen? Oder dann hol doch noch Wasser. Ich hol mal kurz Wasser. Essen kann man es auch, aber. Geil. Essen kann man es. Das ist so typisch Schwabe halt. Ja, essen kann man es schon. Der Hunger treibt es neu. Und die Gier behält's, so heißt es. Was? Wie? Der Hunger treibt es neu und die Gier behält's. Ja. Merken wir. Mit schwäbischem Dialekt, das wäre auch lustig. Ja. Weihnachtsgeschichte mit schwäbischem Dialekt. Gibt's, ganz sicher. Ja. So, seid ihr bereit? Ja. Ja. Naja, also dann sollten wir vielleicht noch das dritte machen mit Dingens, oder? Okay. Annette hat eins eingepackt. Ich habe eins schon zur Seite. Dann hole ich nochmal. Ich dachte, da ist Vanille drin in dem Zeug. Nee, das. Nee, ich stehe halt auf Peanut Butter und da kriegst du halt nicht viel in Deutschland mit, weißt du? Wie gesagt, die werden jetzt etwas zerdrückt sein wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob sie noch aussehen wie ein. Gefüllt, oder? Die sind gefüllt komplett mit Peanut Butter. Ja, geht's. Oh, mit ein bisschen Fantasie. Ja, ein bisschen Fantasie. Sie etwas zerdrückt. Ja, das sieht schon aus wie ein Baum. Und das ist typisch wie Reese's schmecken, nur halt mit weißer Schokolade, die haben sonst dunkle. Ich weiß nicht, ob ich schon Reese's gegessen habe. Ich weiß, dass das gibt. Es gibt viel zu kaufen. Ich weiß, aber nicht mit Weißen. Wo ich ungefähr jede Woche versuche, Kinder davon abzuhalten, Riesengurken zu kaufen. Was? Ich meine, du gibst diese in diesem Gurkenwasser, gell? Auch aus Amerika. Oder in diesen Tüten. Ja, diese Tüten, wo eine Gurke drin ist. Die kostet dann 3,99 Euro. Und dann stellt jemand Essiggurke, oder was? Eine Essiggurke. Und dann stellt jemand daneben und sagt, aber es Leute, gibt die Gurken kosten 3,99 Ja, es gibt große Gurkengläser. Annette, steht bei den Gurken.
mal daneben so. Ja. Bist du sicher, du willst eine Gurke für 3,99 kaufen? Ja. Aber es wäre schon spannend, was die so was die so ja. macht. Also ich meine, wäre schon spannend, warum die 4 Euro kostet, die Gurke. Ja, hast du es mal besonders? Weil vermutlich sind die irgendwie anders so angemacht. Halt. Ja. Die haben verschiedene Sud-Einlagen. 3,99 Euro. Weil sie halt importiert sind. Oder so. Ja, weil sie halt importiert sind. Weißt du, die sind sicherlich auch günstiger, wenn du die jetzt in den USA kaufen würdest. Das ist dieser Süßigkeitenladen, ist echt lustig, weil da gibt es lauter Süßigkeiten, Essiggurken und Reis. Ja, das ist ich war auch schon einmal drin und habe mal durchgeguckt. Pfefferminz überdeckt dann eigentlich alles, oder? Mhm. Dann lasst uns erst Karamell machen. Da machst du jetzt aber auch mit, oder? Ja, das ist mit Vanille. Das aber. Und es ist weich. Und das hier ist hart und dann ist da so ein Apfelchili drin. Oder? Die normalen Werther schmecken auch so. Nur das ist innen drin halt noch dieses Vanillezeug. Also, ich finde es voll geil. Meine Schwägerin im Übrigen auch, die ist Amerikanerin. Die muss ja quasi. Aber ja, süß kann man nicht so viel von essen. Ich habe ja auch nicht so viel. Aber ich mag halt die Originalen so gern. Definitiv, ja. So aber ganz im Ernst, wenn du in den deutschen, also das ist ja kein Pavillon in dem Sinne, weil es ja nicht überdacht ist, aber wenn du nach Deutschland läufst, kriegst du sofort Karamell. Die Karamellküche ist halt gleich vorne. Aber spannend, dabei würde ich mit Deutschland gar nicht so krass karamellig handeln, aber eher Bier und Wurst. Ja, Wurst. Deutschland besteht aus einem Souvenirladen, wo man lauter so Edelweiß und so ein Kram kaufen kann, wo ich mir denke, das ist doch Österreich. Wir haben auch Österreich und Schweiz mit reingemischt. Du hast fast in jedem Land irgendwas zum Essen. Und in Deutschland hast du halt hinten dieses Riesending, wo Biergarten oder irgendwas dran steht, was halt so auf Oktoberfest gemacht ist. Die, die dort arbeiten, müssen so eine Trachten tragen, so eine Fake-Dirndl und Zeug. Ich habe mit einer gesprochen, weil die haben so ein Namensschildchen, da steht dran, woher die sind. Und die eine war aus Stuttgart, glaube ich. Und dann habe ich halt mit ihr Deutsch gesprochen und habe sie so gefragt, wie sie denn da dran gekommen ist und so. Und sie sagt, die war, glaube ich, 36 und macht das schon irgendwie zum 6. oder 7. Mal. Und kommt immer wieder für ein Jahr dahin, um dort in dem deutschen Ding zu arbeiten, ja. Und war halt auch in so einem Outfit, weißt du? Und hat halt gemeint, weil ich ihr erzählt habe, dass ich junge Menschen berate und dass das halt auch so ein Ding ist, was man nach der Schule macht. Da hat sie gemeint, ja, sind schon auch ein paar junge Leute da. Die habe ich dann auch im Werthers-Shop, da war ein junger Mann da, der deutsch war. Aber sie hat gemeint, es sind auch Ältere, die das machen. Da ist sogar noch eine dabei gewesen, die noch älter ist als sie, die das macht. Und ich meine, aber du musst dir mal vorstellen, du bist 36 und machst das halt, dass du immer wieder für ein Jahr hingehst, was aber da kannst du ja gar nichts aufbauen. Ja, weißt du, was macht die dann in Deutschland? Ja, und auch in Deutschland, was macht die dann in Deutschland? Ich wollte jetzt nicht so, weißt du, ich wollte jetzt nicht Ich habe mal eine Musical-Schauspielerin kennengelernt, die immer wieder in die USA gegangen ist. Und zwar hat die bei beim Hofbräuhaus, ich habe noch das andere Schnitzel. Und hat beim Hofbräuhaus es gibt ja in den USA ein paar Standorten, halt so richtig, sie sagt, eigentlich hat das hier mit unserer bayerischen Bierzeltkultur einfach nichts zu tun. Aber die ist da halt aufgetreten und die ist immer wieder so für 3-4 Monate hingeflogen und dann wird halt 3-4 Monate wirklich durchgearbeitet. 7 Tage die Woche geht die da halt hin, nicht zum Kellnern, sondern zum Singen. Also die hat so, macht halt dann bayerische Musik hier oder was die halt für bayerische Musik halten, würde ich mal eher sagen. Und sie sagt, die verdient sich da eine goldene Nase, verdient ein mega Trinkgeld und geht halt heim und dann macht sie ein halbes Jahr nichts. Ja, cool. Ich meine, sie sagt, das kannst du nur machen, wenn du jung bist und das macht sie halt, oder hat sie jetzt halt 2-3 Jahre gemacht und sie macht es nicht ewig, aber... Ja, oder du kannst es nur mit einem Partner oder Partnerin machen, die das genauso machen wollen. Ja, aber oder das ist schon hart. Genau, aber du brauchst halt jemanden, entweder jemand, der das genauso macht, dass du gemeinsam das machen kannst, sonst siehst du dich ja nie oder siehst dich halt zumindest 3 Monate im Jahr nicht. Oder und du darfst halt auch keine Kinder haben. Ja, oder so. Hätte man das jetzt lutschen sollen? Nee. Aber man kann es lutschen, aber du musst ja auch das Apfel mitkriegen. Ja, das Kauen. Wie soll ich denn das kauen? Draufbeißen. Da muss man Hardcore. Dann lutscht er. Hardcore, ja. Ich habe auch gedacht, ich lutsche. Dann lutscht erst. Ich habe erst gelutscht und jetzt draufgebissen. Das ging. Das finde ich ganz witzig. Aber mal interessant, aber ganz witzig, weil das ist halt sowas, wie du überhaupt... Es hat auch irgendwas Weihnachtliches, finde ich, mit Apfelgeschmack. Ja, und Karamell und Apfel macht mehr so ein Zwiebel. Das finde ich witzig. Ja, das ist wie so ein Karamellapfel, weißt du, wenn du so einen Apfel mit Karamell überzogen hast. Da gibt es ihn abgebrüht für 12 Euro. Wow. Kennst du die eigentlich alle Preise oder wie sieht's aus? Die Gurke, den Karamellapfel. Das ist schon gut eingeschränkt. Weißt du, wenn du da jeden Samstag abhängst.
Also die waren ja hier Peanut Butter, das hat man ja schon. Und die, der Rest ist jetzt Pfefferminz. Nee, Cookies und Cream. Dann lass uns erst Cookies und Cream machen. Also Hershey-Schokolade an sich, die normale Vollmilchschokolade, finde ich nicht so gut wie die von Milka, weil ich finde, dass die nicht so cremig ist. Und die ist irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie... Aber ich finde auch die Milka-Schokolade nicht gut, muss ich sagen. Ich mag die auch nicht. Ich mag die nicht. Aber wenn du es im Vergleich dazu noch Hershey's nimmst, finde ich die noch schlechter. Und ich hatte mal, als ich noch den amerikanischen Freund hatte, mit dem ich zusammen war, war ich mal mit bei seiner Familie und dann saßen wir ums Lagerfeuer und dann hatte ich halt gesagt, ja okay, dann machen wir doch S'mores, aber wir machen einmal mit Hershey's Schokolade und einmal mit Milka-Schokolade, die es dort im Aldi gab. Und dann haben wir Milka-Schokolade gekauft und dann haben sie beides mal probiert und alle gesagt, also Milka schmeckt ihnen besser. Ich mag ja Lindt sehr gern. Mhm. Aber mein Lindt-Weihnachtsmann hat ja mein Sohn aufgegessen. Oh. Boah, das jetzt bei mir, dass hier die Köpfe rollen. Mhm. Ja, ja, der muss ihn mir noch zurückgeben. Mhm. Der war ja einfach im Flur rumgelegen. Der lag nicht einfach im Flur, der war in meinem Schuh. Wir haben ihn dann rausgefahren. Boah, einfach, ja, ja. So. Und dann wollte er mir sagen, so einen billigen andrehen. Ich sagte, den billigen jetzt original. Ja, aber schmeckt ja wohl viel besser. Ja, also das kann man auch essen. Aber ja, ne, ich mag Cookies and Cream sowieso total gerne. Ja. Das riecht aber auch schon so minzig. Oh, das muss übelst sein. Wie After Eight. Mhm. Mhm. So ein bisschen wie After Eight. Aber schmeckt künstlich. Künstlicher nach After Eight. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel Minze drin, oder? Ja. Also ich glaube, wir lassen uns heute mal bestellen und sind einfach Süßigkeiten. Ja, klar. Ich habe da grundsätzlich auch nichts gegen, aber ich wollte halt nicht. Wobei, ehrlich gesagt, nur dieses Essen wäre dann irgendwann... Probier das mal. Haben wir irgendwas da, was wir essen könnten, wenn wir nichts bestellen? Ach, der Robert kocht doch immer. Wo ist denn der Robert? Ne, der kommt erst morgen wieder. Ach, schlecht gefallen. Nudeln. So. Und wir hätten Pesto. Das geht ja immer, dass sich jeder so reinmacht, wie er mag. Da sind ja Pinienkerne, aber Nüsse sind ja nicht mit drin. Also, was machen wir denn jetzt? Bestellen wir was? Da, wo wir immer indisch bestellen, das sind so große Portionen, dass uns Robert und ich uns nur zusammen immer eine teilen, weil es viel zu viel ist. Und ist das gut, Inder? Mhm. Ist lecker. Mhm. Und dann könnten wir halt Naanbrot noch dazu machen oder so. Liebe Naanbrot. Was teilen, ja. Also zwei teilen sich immer oder wir teilen halt durch vier und jeder nimmt sich ein bisschen was von jedem so quasi. Ja, das wäre doch eine Idee, ja. Sogar so ein... So eine Platte, wo verschiedene Sachen drin sind zum Probieren. Ja. So. Das halt das so jetzt hier musst du das hier. Die fast, gell? Schön, ne? So, und jetzt ist es aber wichtig, dass die richtige Dings ist. Fast ein bisschen wild. Ja. Nehmen wir die. Ja. Und zwar... Sind beide cool. Ich finde ja auch mit dem Innen und Außen voll schön. Du musst es so, ja, jetzt auf. Und wir wollen nur einen kleinen Rand haben. Das heißt, du machst jetzt auf 9,8. Das wäre hier. Okay. Du musst gar nicht fest aufdrücken, sondern einfach nur ziehen. So, dann nimmst du es auf. So, und jetzt brauchst du hier 14. Was hat man? Nee, du 14. Hast 14. Dann wollen wir jetzt 13,8. Warte mal, haben wir das gerade richtig geschnitten? Was habe ich dir gesagt? 14 und 10. Nee, und was habe ich? Dann müssen wir doch 9,8 hatten, oder? Ja. Mach mal. Ja, ich mach zu. Und dann schön. Muss ich sehr doll draufdrücken. Einfach nur, dass du es festhältst, dass es nicht wegrutscht. Jetzt guck mal, ob du einen leichten schwarzen Rand hast. Du musst nur ganz leicht sein, aber überall gleichmäßig. Du musst den beide Hände nehmen und ein bisschen hinschieben. Funktioniert es oder sollen wir noch einen Millimeter wegmachen? Einen Millimeter hoch. Ja, ich glaube, das hier hatte ich dir nicht richtig gesagt. Warte mal. Wie so ein Körperklaus, wenn Basti wirklich. Wie viel hast du schon? Das ist das dritte. Du, das ist das zweite. Das zweite und das da oben. Das ist das Probeding da mit dem dünnen Papier. Schau, das Papier ist so dünn, dass das reißt an den Faltstellen. Also ich finde das Papier ganz cool tatsächlich. Aber es ist, ja. Aber es ist einfach zu dünn. Okay. Und wieso schaut das eine so rüber? Ach so, das ist zu lang. Schau, das muss man abschneiden noch. Siehst du? Hier die Ecken sind zu lang. Also entweder schneide ich es hier ab, so wie ein richtiger Briefumschlag. Ja. Und das werde ich wahrscheinlich irgendwie rund schneiden oder mal gucken. Okay, vielleicht. Aber das kannst du zum Schluss dann kommen. Ja, ja, genau. Ja. Ich muss ja dann eh irgendwie auch kleben, weißt du? Und dann. Hast du die Bäume auch selber gemacht?
Ja, die sind alle. Ich mache das, also ich habe halt einen breiten und flachen Pinsel und habe Aquarellfarben und mache die Farben, mische ich vorher an. Mhm. Und dann mache ich meinen Pinsel ganz trocken und tue quasi die eine Ecke in das dunkle Tunken und das die andere Ecke in das helle. Und dann mache ich die Striche und fahre dazwischen, aber nicht in die Farbe, sondern mache quasi, lass das so durch, so ausgehen sozusagen, ja, von der Farbe. Und dann kommt sowas bei raus. Genau, das sind so die. Nee, finde ich schon echt, ja, auch genial aus. Ja. Warum seid ihr denn alle so kreativ? Nein, du doch auch. Naja, nee, also beim Basteln bin ich nicht so. Ohne Witz, deine Zettelwirtschaft, die du beieinander hast, deine für die Uni und sowas, das ist sowas von perfekt. Wenn ich jemals so ein hübsches, akkurates, farblich passendes, weißt du, was ich meine? Okay. Allein, was du für Post-its schreibst, meine Post-its kann kein Schwein lesen. Ja, wirklich jetzt, ich finde das voll krass, durch so eine akkurate Organisation, Büroorganisation, ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ja, weißt du, auch deine Lernblätter und so, die sind sowas von perfekt hübsch. Na ja. Das ist auch eine Form von Kreativität, absolut. Wir haben Indisch bestellt. Wo man dann diese Soßen drauf machen kann? Nee, aber man tunkt die eigentlich, ne? Okay. Die, aber ich kann schon auch kleine, nur so kleine Löffelchen für diese kleinen winzigen Soßen. Ja. Hier ein Profi. Das ist aber auch fummelig. Also fürs erste Maß ist echt fummelig. Aber du hast es dir rausgesucht. Aber die wird gut, glaube ich. Ah ja, okay, cool. Und wer hat das da identifiziert? Diana. Ah, okay. Gell, Diana, das ist deine Idee gewesen. So, Bukate. Hier. Mit Abstand, schau. Also zwei Lagen Abstand, siehst du? Ja. Mhm. Und wir haben in Schatten hinter alles Liebe gemacht. Oh, das Licht ist hier nicht so gut. Die Sarah hat heute ihre eigenen Karten verpackt. Und ich muss mal gucken, ob ich das einhändig hinbekomme. Und hat jetzt hier nur Verpackungen dafür noch gebastelt. Und das aus unterschiedlichsten Papieren, die ich noch da hatte. Teilweise sind die von Stampin' Up, teilweise nicht. Und das sind die Karten, die sie selber gemacht hat auf Aquarellpapier. Und die sie als Set verschenkt. Oh, mit Unterschrift. Das sind Postkarten. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel, weil die alle unterschiedlich aussehen. Blumen. Ich mache sie dir wieder in die richtige Reihenfolge, okay? Es gibt keine Reihenfolge. Okay. Einfach nur voll cool. Spaß. Spaßkarten. Das war die letzte. Struktur. So, da sind die Kolleginnen alle weg. Und haben gesagt, es war schön, hat ihnen Spaß gemacht, haben alle was gebastelt. Ich habe jetzt gar nicht gezeigt, was meine eine Kollegin, die Annette, gebastelt hat, weil die hat nämlich Eulen gemacht mit der Eulenstanze und dann Lesezeichen. So wie quasi der magnetische Lesezeichen mit dem Bären, nur mit den Eulen. Das war jetzt eine Eule, die ich gemacht hatte, aber mit Eule obendran quasi. Naja, die hatte sie schon weggepackt. Hatte ich nicht früh genug dran gedacht. Hier ist jetzt noch Festbeleuchtung und vor allen Dingen stehen hier lauter Sachen rum. Ich habe jetzt gesagt, sie sollen gehen, weil bevor ich das hier wegräume, muss ich erst mal drüben. Das ist noch viel schlimmer. Hier sieht es nämlich so aus. Du musst hier erst mal aufräumen, sonst komme ich durcheinander. Ich glaube, ich mache aber jetzt erst mal Pause, ehrlich gesagt. Dann ist man ja doch immer irgendwie so gefordert und erklärt dann irgendwie was und so. Und von dem her mache ich jetzt Pause und dann werde ich mich morgen früh drum kümmern, bevor ich zur Osteopathie gehe. Verräume ich den Kram und schreibe natürlich die beiden Karten und mache das Geschenk für meine Stiefoma und für die Hanne. Und für meine Stiefoma habe ich ja diese Karte hier. Und für die Hanne werde ich hier sowas machen. Und ich muss mir noch überlegen, was ich für einen Spruch dahin machen will. Und ob ich noch irgendwas verziere. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich da jetzt irgendwie hier so einen Bären oder sowas hinmachen will. Oder ob ich das nicht lieber eher nicht so verspielt machen will, glaube ich. Ich bin mir unschlüssig, aber zumindest sollte das morgen früh, glaube ich, hinhauen. Und ich muss halt noch den Ständer hier noch unten ein bisschen abschleifen, dass der nicht so wackelig ist. Und dann noch hier die Sachen mit verpacken. Die Küche, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Da war die Sarah noch am Punsch machen. Ja, bisschen was aber geht. Ist da noch Punsch drin? Ah ja, Hilfe. Könnte ich mal die Teebeutel rausmachen, dann könnte ich noch ein bisschen Punsch trinken.
Hatte ich euch von der Blasenentzündung erzählt? Ich glaube schon, ne? Bin schön eingemummelt in der Decke. Werde jetzt nochmal dieses Pulver hier nehmen und die Tablette und so. Das hat auf jeden Fall schon so geholfen, dass es jetzt, also als ich nach Hause gekommen bin, das hat so gebrannt, also auch so wehgetan, dass ich mir gedacht habe, so halte ich ja den Abend nicht durch. Aber das ging jetzt eigentlich. War schon deutlich besser und ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich nochmal ordentlich was trinke. Und dass ich morgen auch genug trinke. Da wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ich an der Arbeit bin. Ich bin alleine und wenn ich dann irgendwie alle halbe Stunde auf Toilette muss, wäre das schon nicht ganz so gut. Naja, wir schauen mal. Und danach habe ich ja eh Urlaub und dann kann ich mich auch darum kümmern. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mir das vom Licht her etwas gemütlicher, nicht ganz so hell. Und dann schaue ich noch irgendwas, vielleicht, ich war glaube ich irgendeine Serie am gucken, dann schaue ich jetzt einfach noch irgendwie eine Folge oder so und dann gehe ich aber ins Bett. Und dann schauen wir mal, wie der letzte Arbeitstag in diesem Jahr so ist und was ich dann alles so geschafft bekomme morgen. Tschüss!